So, Stream läuft. Einen wunderschönen guten Morgen. Zur heutigen Fraktionssitzung starten wir doch direkt wieder einfach mal durch und gehen über die Tagesordnung, über die Abstimmung der nicht öffentlichen Teile. Wir würden ganz gerne einen nicht öffentlichen Teil, hatten wir gestern kurz auch in der Vorstandssitzung angeschnitten gehabt, wo wir kurz über ein paar kleinere strategische Punkte mit euch sprechen möchten. Ich gehe mal davon aus, dass wir bestimmt 60 Minuten brauchen an der Stelle. Und von daher, gibt es da jetzt Rückfragen? Olli? Ja, ist da was vorbereitet für? Es ist die Frage, was du jetzt unter vorbereitet verstehst an der Stelle. Ich bin der Meinung, dass wir in der Hinsicht sehr wohl vorbereitet sind. Gut, kommen wir jetzt zur Abstimmung. An der Stelle möchte ich kurz festhalten, dass wir beschlussfähig sind. Ah, okay, Daniel Düngel. Die Frage ist jetzt auch ein bisschen doof irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, worum es geht. Also das war jetzt noch keine Frage. Ich würde dem gern zustimmen, aber ich habe momentan so keinen Hint, in welche Richtung das geht. Und ich finde dann halt eine Stunde jetzt relativ viel. Also ich habe jetzt leider auch nicht den Rest der Tagesordnung beachtet oder beobachtet, ob das zeitlich zu machen ist in der Plenarwoche. Ich würde sonst deiner Empfehlung dann halt gegebenenfalls Folge leisten, wenn das passt. Also wenn wir den Rest dann durchkriegen. Es kommt ja mit darauf an, wie diszipliniert wir jetzt hier durcharbeiten, und es geht mehr oder weniger um das, was wir auf der internen Fraktionsliste halt angerissen haben, terminlich und inhaltlich einzutüten, und eigentlich ist es dafür gedacht, dass die 60 Minuten sind sozusagen sicherheitshalber, falls es einzelne Bereiche geben sollte, wo erhöhter Gesprächsbedarf besteht, wenn das der Fall ist. Das ist sozusagen optional, nennt man das. Ne? Okay, ich würde ganz gerne an dieser Stelle kurz einmal abstimmen lassen. Wer ist für diesen nicht öffentlichen Teil? Eben kurz das Ergebnis protokollieren, wenn ihr die Hand kurz oben lasst. Ich muss aber fragen, wer dagegen ist. Ja. Kommt ja als nächstes. Mögliche Tippfehler werden gleich noch korrigiert. Egal. Wer ist oder spricht sich gegen diesen öffentlichen Teil aus? Nicht öffentlichen Teil, Verzeihung. Das ist Toso an der Stelle. Wer enthält sich bezüglich des nicht öffentlichen Teils? Das sind Olli und Birgit. Vielen Dank. Kommen wir dann, damit ist Top 1 beendet, kommen wir zu Top 2, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ich übergebe da erstmal ganz kurz an Ingo, wenn du möchtest. Ja, schönen guten Morgen. Ich konzentriere mich jetzt mal ganz kurz auf die Inhalte. Wir haben ja jetzt in den nächsten Tagen wieder Plenarsitzung, und da steht es an, dass wir heute wieder diese schicke Plenarübersicht rausschicken. Es haben auch fast alle MDL zugeliefert. Vielen Dank an der Stelle für die Statements und Zusammenfassungen, die im Rahmen der Deckblätter an uns kamen. Bei den Anträgen, wo das leider nicht der Fall war, haben wir jetzt mal improvisiert auf ein neues und haben uns selber was aus den Fingern gesogen. Ich würde da tatsächlich nochmal appellieren, dass wir spätestens beim nächsten Mal die uns selbst auferlegten Regeln beachten und einhalten, dass wir Anträge nur dann einreichen, wenn diese Deckblätter mit Statement und Zusammenfassung vollständig ausgefüllt sind. Und da hilft auch nicht, also das Wort ausgefüllt ist jetzt nicht erfüllt, wenn da einfach nur steht, folgt später, mal gucken, oder der Antrag ist wichtig, weil er aus unserem Wahlprogramm kommt. Das sind jetzt keine Zusammenfassungen, auch keine Statements, die uns da wirklich helfen. Von daher würde ich da einfach bitten, wenn wir alle das Ziel haben, mit unseren Anträgen in die PR zu kommen, in die Medien zu kommen, dass wir in der Pressestelle da bestmöglichst von den antragstellenden MDL und Referenten unterstützt werden, weil ansonsten können wir leider diesen Auftrag nicht erfüllen.
darfst du. Ich habe da, glaube ich, schon mal irgendwann auch was zu gesagt. Ich will jetzt gar nicht viel dazu sagen. Ich hätte an Grumpy die Bitte, für das nächste Freitagsmumble, wo wir also die Anträge durchgehen, tatsächlich einfach nur die Anträge auf die TO zu nehmen, die halt vollständig vorliegen. Das ist Beschlusslage, dass wir so verfahren. Und den Rest lass uns das einfach nicht mehr machen. Da müssen wir halt lernen, irgendwann mal, denke ich. Gut. Ja, also ich teile gleich die vorbereiteten Statements und Zusammenfassungen vielmehr aus, mit der Bitte, die noch im Laufe der Phrase zurückzubekommen, und sodass wir die dann heute Mittag um 12 Uhr ungefähr rausschicken können. Und ansonsten auch da nochmal die Bitte an jeden MDL, der redet, egal zu einem eigenen Job oder einem anderen, uns die Rede oder die Inhalte der Rede oder die Stichpunkte der vorbereiteten, ich mache mir mal Gedanken, irgendwie zukommen zu lassen, und zwar vor der Rede. Auch das ist sicherlich keine Neuigkeit, ist aber immer mal wieder ins Schleifen geraten. Es hilft uns enorm, wenn wir wissen, was ihr sagen wollt, um dann halt eben auch entsprechend die Journalisten impfen zu können, briefen zu können, mit uns Unterlagen versorgen zu können. Das heißt nicht, dass wir eure Rede 1:1 genau so, wie ihr uns schickt, ausdrucken und an alle Journalisten verteilen, sondern es gilt vielmehr darum, dass ich im Prinzip so ein bisschen weiß, was ihr denn da sagen wollt, welche Schwerpunkte ihr sagen wollt, um dann, wenn ich im Treppenhaus oder bei einer Tasse Kaffee bei den Journalisten angesprochen werde, nach dem Motto, wie habt ihr eigentlich die Position zu dem Top, dass ich dann nicht ins Schwimmen gerate, sondern weiß, was ihr da vorhabt. Von daher ist es, je früher ihr uns die Rede schickt, besser. Meinetwegen auch 10 Minuten vor der Rede, aber das erklärt sich von selbst, dass das eigentlich schon zu spät ist. Auch da nochmal vielen Dank dann an die Zusammenarbeit. Und das dritte leidige Thema in dem Zusammenhang, unser 20-Piraten-Account bei Twitter, auch den möchte ich gerne nochmal in Erinnerung rufen. Bei den letzten Plenarsitzungen ist da von Seiten der MDL so gut wie gar nicht Gebrauch von gemacht worden. Ich würde einfach appellieren, wir haben da viele Follower, dass ihr da einfach nochmal nutzt und dann halt eben im Namen der 20 Piraten auch entsprechend kommentiert, was im Plenarsaal passiert. Die inhaltlichen Aussagen können Jens und ich gerne übernehmen, aber wenn es darum geht, irgendwas zu kommentieren oder entsprechend was zu kommunizieren aus dem Plenarsaal, das könnt nur ihr machen, und es wäre total super, wenn ihr das dann auch tun würdet. Wenn da nochmal technische Hilfe braucht, wegen dem Passwort oder so, kann sich gerne jederzeit an mich wenden. Und damit wäre ich durch. Wunderbar. Ich wollte noch einmal dann an der Stelle betonen, dass Ingo hat das gerade, glaube ich, nicht so richtig rausgestellt. Es reichen auch die ersten Stichwortnotizen. Klar, es wird immer wieder Änderungen, Aktualisierungen geben, kurz vor den Reden, während der Reden der anderen. Aber ich glaube, das ist damit gut ausgefuddelt. Aus dem Vorstand gestern ganz kurz mehrere Punkte. Ein weiterer Punkt, den wir heute in Kürze mit auf der TO haben, hatte sich ergeben über eine schöne Idee von Seiten der IT, CAZERT. Ebenfalls Dinge, wo wir mit dem Betriebsrat Rücksprache halten können. Auch da gibt es bereits Termine. Ein Hinweis aus dem Mitarbeiterkreis, dass wir da mal uns ein bisschen mit den Bereichen der Finanzordnung beschäftigen können. Obendrein kurz die Sache über Betriebsrat, auch eine anstehende Betriebsversammlung und ein etwas längeres Gespräch mit unserem politischen Geschäftsführer vom Landesverband an der Stelle. Der mehrere Dinge angemerkt hat, netterweise, die wir auf jeden Fall mal mit in Betracht ziehen könnten, die dann auch in mögliche strategische Ideen münden. Soweit dazu. Wenn es da keinen weiteren Gesprächsbedarf gibt an der Stelle, würde ich ganz gerne zu Top 3 übergehen. Das ist ganz kurz der Bereich, den ich gerade erwähnte. CAZERT ist das Stichwort. Und da würde ich ganz gerne dem Gerrit kurz die Möglichkeit geben, euch das vorzustellen. Ich finde es super. Ja, danke, Grumpy. Also, CAZERT, ich weiß nicht, wer davon euch schon von gehört hat. Ich denke mal, so viele nicht. Auch nicht, was die technischen Hintergründe sind. Ganz zu Beginn, ist es für uns kostenlos? Muss ich mehr sagen? Nein, eigentlich nicht, ne? Es ist auch keine Spähsoftware, also die Wahrscheinlichkeit, dass daraus ein weiteres Geld entsteht, ist, ich will jetzt nicht sagen, hier 0%, aber deswegen sage ich, geht gegen 0. Es ist auf jeden Fall so, dass der klassische Weg bei den
bei der Ausstellung von Zertifikaten leider der ist, dass eine Firma dahinter steckt, die diese Zertifikate ausstellt. Das heißt, normalerweise gehe ich hin, lasse entweder meine E-Mail-Adresse oder noch besser meine postalische Adresse verifizieren. Das lassen die einzelnen Firmen sich recht gut bezahlen. Letztendlich ist der Einzige, der dafür bürgt, dass hinter der Person, die das Zertifikat beantragt hat, die Person steht, wirklich irgendeine ominöse Firma. Anders sieht das bei CA-Cert aus. Das ist von Usern für User. Das heißt, hier wird ein sogenanntes Web of Trust gebildet. Es gibt innerhalb dieses Konstrukts sogenannte Assurer. Jeder kann Assurer werden. Es ist so, dass die Leute zu mehreren Assurern hingehen, sich dort mit ihren amtlichen Dokumenten ausweisen, dafür Punkte bekommen und anschließend darüber validiert wird, dass auch wirklich die Leute, die das beantragen, diejenigen sind, die letztendlich die Zertifikate ausstellen. So, das als Grundlage ist eine ganz schöne Sache. Jetzt ist es so, dass wir als Fraktion das gerne ausstellen würden, oder beziehungsweise die IT für die Fraktion, und somit haben wir die Möglichkeit als Fraktion uns sogenannt Orga-Assuren zu lassen. Das funktioniert so, ich stehe auch schon in Kontakt mit dem für den Kreis zuständigen Orga-Assurer, dass der uns eben akkreditiert und wir daraufhin dann als IT, weil, wie es der Zufall will, sind sowohl KIMI als auch ich eben Assurer, Organisationszertifikate ausstellen können. So. Habe ich ganz kurz eine Frage? Genau, ich weiß die technischen Hintergründe. Erstmal auch vielen Dank dafür für die Ausführung. Wofür brauchen wir das? Ganz kurz. Also, die Zertifikate könnten wir so rein theoretisch sowohl für unsere Server verwenden, als auch zum Beispiel für den verschlüsselten E-Mail-Verkehr. Es ist so, dass wir es nicht unbedingt benötigen, um verschlüsselt kommunizieren zu können. Es ist aber so, dass wir neben generell der Möglichkeit, dieses einzusetzen, eben damit auch ganz klar ein politisches Statement setzen. Weil es ist so, dass diese Zertifikate, wie gesagt, normalerweise kostenpflichtig sind. Es gibt auch kostenlose für den Privatuser. Wie gesagt, über irgendwelche ominösen, meist amerikanischen Firmen. Und ich fände es eben ganz schön, wenn wir dann sagen könnten, wir sind die erste Fraktion, die dann eben das komplett, innerhalb des Userkreises behält. Moni. Ich habe von dem, was du gerade erzählt hast, nichts verstanden. So, also ich kann mir darunter nichts vorstellen. Für mich ist die Frage, also ich kann das auch nicht bewerten, was heißt das jetzt für mich oder was heißt das jetzt für jeden Einzelnen konkret? Haben wir dann persönlich da irgendwie was mit zu tun? Was müssen wir dann machen? Also ich würde da gerne, weil es gibt ja, sage ich mal, zwei grundlegende Arten der verschlüsselten Kommunikation, die sich etabliert haben. Das ist einmal das sogenannte SMIME und einmal GPG. Bei dem GPG, wie der ein oder andere weiß, ist es so, dass wir inzwischen bei der Landtags-IT die Möglichkeit haben, das sogar auf den Landtagsrechner zu deployen. Die andere Sache ist, wie gesagt, das S-MIME, was schon von Haus funktioniert. Und wir würden damit den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, auf den zwei standardisierten Wegen mit uns verschlüsselt zu kommunizieren. Was muss dann tun? Wir würden dann als IT zu jedem Einzelnen kommen und den Personen dann helfen, da die Schlüsselpaare zu erstellen, respektive die Zertifikate. Und dann dementsprechend auch die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ein bisschen schulen und den grundlegend erklären, wie das Ganze funktioniert. Oh, Entschuldigung, Frank. Jo. Morgen. Ich habe ein bisschen davon verstanden, ich bin selbst Assurer, aber ich fand ein bisschen komisch, dass du diese das Kostenargument da reingebracht hast, weil das ist sicherlich eines der unwichtigsten Punkte bei CA-Cert ist ja, dass sie nicht das Stammzertifikat in den Browsern verteilt haben. Das heißt, wenn wir uns mit diesem
wenn wir dieses Zertifikat einbauen, das muss halt immer wieder zugestimmt werden. Das ist, glaube ich, im Moment auch bei unserer SSL, oder nee, wir haben noch ein gekauftes, glaube wir ich. Wir haben zurzeit ein gekauftes. Ja, okay. Gut, das wird sich also ändern. Das hat man nein, ja, nein, genau, das ist die Sache. Weil Entschuldigung, das Problem, Ja. Aber das ist ja eigentlich nur eine Randgeschichte. Ich denke mal, das ist sicherlich ein politisches Zeichen. Es ersetzt im geschäftlichen Verkehr irgendwo gar nichts. Wir haben natürlich unser eigenes Web of Trust. Das ist auch ein gutes Zeichen. Und können halt selber mit den eigenen Zertifikaten eine relativ verlässlich sichere Kommunikation aufbauen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt dabei. Und es ist ein Zeichen und deswegen sollten wir es einfach tun. Und gut. Der Grund, warum ich die Kosten angeführt habe, ist einfach der, für uns als Fraktion macht das jetzt nicht so den Unterschied. Die Sache ist, deswegen habe ich das in Bezug auf die Fraktion mit einem Augenzwinkern gesagt, was aber nicht unwichtig ist an der Geschichte, ist, dass normalerweise die Bürgerinnen und Bürger gezwungen sind, wenn sie diesen Weg des S-Mein beschreiten wollen, sich Zertifikate anzuschaffen. So, es gibt einen Anbieter, der mir bekannt ist, der das kostenlos ausstellt und alle anderen wollen dafür Kohle sehen. So, wenn wir sagen, wir stellen nicht nur die Zertifikate bei uns auf der Seite zur Verfügung, sondern verlinken auch einfach zu, hey, was hat es damit auf sich? Und vor allem hier, macht das mal, dann könnt ihr, ohne dass euch Kosten entstehen, das machen, finde ich den Kostenpunkt für die Bürgerinnen und Bürger wiederum nicht unwichtig. Gut, an der Stelle frage ich jetzt einmal ganz kurz ab den Auftrag. Gibt die Fraktion Gerrit an der Stelle den Auftrag, das entsprechend in die Wege zu leiten? Ich sehe, ja, das ist schön, dass du ja sicher sagst, ich sehe das nämlich genauso, aber ich möchte es halt, wie es sich an der Stelle gehört, einmal kurz abfragen. Spricht sich da jemand gegen aus? Oh, das tut mir leid. Deswegen, also wenn ihr jetzt Lust habt, auf Langeweile das zu trollen, genau. Wer spricht sich gegen diese Beauftragung aus an der Stelle? Ich sehe, das tut niemand. Von daher, Gerrit, ich nehme dann zur Not auch gern die Unterlagen mit zur nächsten, mal gucken, FS-Cons oder wo die nächste größere Veranstaltung ist, wenn es nötig sein sollte. Top 4. Kurz die Anträge fürs nächste Plenum, gerade die Punkte Änderungsanträge, Entschließungsanträge. Die sind nochmal kurz aufgeführt. Der Bereich Maut, Änderungsantrag Archivgesetz und Änderungsantrag Hochschulzukunftsgesetz. Fühlt sich jemand an der Stelle schlecht informiert, ob sein Änderungsantrag irgendwie untergegangen sein könnte? Olli, bitte. Ich habe den Entschließungsantrag Maut bereits vorgestellt bei der Mammelsitzung. Ich habe ja auch gesagt, es ist ein Entwurf, wir wollen auf aktuelle Sachen reagieren. Ich würde... Wir können das jetzt abstimmen oder ihr sagt einfach, wenn ihr was dagegen habt. Ich möchte vorstellen, ich habe jetzt noch kein endgültiges Exemplar da, dass wir noch die Schäuble-Sache mit reinnehmen und uns auch dagegen aussprechen, dass es eine Maut gibt, wo es Privatisierungen gibt und die Mauteinnahmen sozusagen dann an die Privatisierer fließen. Das kommt dann auch noch als kleine Nebenanmerkung mit in unseren Entschließungsantrag hinein. Das heißt, es gibt nicht nur eine redaktionelle Änderung, sondern an dieser Stelle eine inhaltliche. Okay. Dann, also von mir aus, machen. Hat jemand was dagegen sozusagen an der Stelle? Übernehme ich mal gerade Olivers Vorschlag, dass wir so verfahren. Du wirst das schon vernünftig. Straßenkaufen ist gut. Im Augenblick gibt es keine Einwände an der Stelle. Kommen wir also zum wichtigsten Teil meines Erachtens nach des Tages, nämlich der Vorbereitung des kommenden Plenums. Das Pad ist verlinkt. Ich muss es vielleicht mal gerade aufmachen. So. Gucken wir mal. Zu den einzelnen Bereichen. Haushaltsplan, Finanzplanung sind eingetragen für die Bereiche im Augenblick nur Joachim, ursprünglich vorgesehen waren Joachim und Dietmar. Gibt es da
Gesprächsbedarf oder klären wir das in der gemeinsamen Runde für heute Nachmittag, wo es um die Inhalte an der Stelle geht? Ich gucke mal gerade die beiden Spezialisten an der Stelle an. Ich habe keinen Gesprächsbedarf. Heute Nachmittag habe ich keine Zeit zu sprechen. Ich bin mit der Redenvorbereitung beschäftigt. Ja, genau, darum geht es heute Nachmittag. Ja, da, klar. Wer gut. Das kreatives Beistellen und steuern möchte, ist herzlich eingeladen. Gut. Wunderbar. Zweiter Punkt wäre Betreuung und Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen. Also, Entschuldigung, Moni? Ja, ich finde nicht, dass das wunderbar ist. Also ich möchte nochmal hier appellieren an die betreffenden Leute, sich doch in irgendeiner Form gleich zusammenzusetzen und, sage ich mal, eine Lösung zu finden, die zugunsten der Fraktion und nicht zugunsten irgendwie einzelner Interessen gehen. Ich würde mir das tatsächlich wünschen. Bitte? Ich stelle mir das so vor, dass wir eine Lösung finden, wo die Fraktion am besten mit klarkommt. Und ich glaube, dass das durchaus möglich ist. Es ist bereits entschieden, dass nur die Fraktion klarzukommen hat. Punkt. Also ich habe das nicht entschieden, muss man ganz klar zu sagen. Ich habe das nicht entschieden. Okay? Dietmar, du darfst dann auch gerne kurz das Mikro zwischendurch anmachen. Genau. Ich würde an dieser Stelle, Moni, bitte. Nee, ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, die Diskussion nicht weiterführen. Ich glaube, macht keinen Sinn. Ich würde einfach nur mal appellieren, dann noch mal drüber nachzudenken. Ja, möchte ich auch das Fenster. Ja, sonst geht es ja, ne? Machen wir nicht alles. Man spricht miteinander, das ist schon mal ein Zeichen an der Stelle. So. Zweiter Punkt. Ah, nein, Daniel, bitte. Eigentlich brauche ich gerade irgendwie einen Moment, darüber nochmal nachzudenken. Aber ich spüre Unbehagen, um es mal vorsichtig zu sagen, und zwar aus verschiedenen Ecken dieses Raums. Das macht das erst recht deutlich, ja, oder? Dass selbst in einem runden Raum aus verschiedenen Ecken Unbehagen zu spüren ist. Kriegen wir die Kuh irgendwie vom Eis? Also ich sehe jetzt nicht irgendwie so richtig Einvernehmen bei Dietmar. Gibt es da jetzt gleich irgendwie noch einen Termin, den ich ansonsten verpasst habe, ist der für die Entschuldigung, für die gesamte Fraktion, ist der nur für Teile, macht Joachim den alleine mit den Referenten oder dann gibt mir bitte nochmal irgendwie Input und vielleicht irgendwie einen Hint, wie wir dieses Unbehagen wegkriegen. An der Stelle, weil also Joachim hat sozusagen für heute Nachmittag einen Termin mit Referenten angesetzt, da wollte ich dann, oder bin ich halt gebeten worden, auch mit dabei zu sein an der Stelle und halt den Input und die einzelnen Möglichkeiten, die sich da so ergeben, auch noch ein bisschen mit zu bündeln. Und ich bin da gerne mit behilflich. Toso. Ich verspüre das aus den Ecken so ähnlich wie der Daniel. Und irgendwie sehe ich in diesen Ecken keine Referenten stehen. Ich glaube, nicht die Absprache mit den Referenten ist da das Problem an der Stelle, sondern die Absprache unter uns. Und so wie ich den Mailverkehr verstanden habe, schieben wir da seit 2 Jahren eine Klärung vor uns her. Das finde ich, kann man halt machen. Man kann halt leugnen, dass man irgendeine Krankheit hat. Man kann aber auch irgendwann mal drangehen und versuchen, das Ganze zu heilen. Wenn man das nicht macht, werden die meisten Krankheiten nicht besser. Und irgendwie verspüre ich das auch an dieser Stelle, ohne jemals Arzt gewesen zu sein. Danke. Toso, das sehe ich wirklich genauso. Das Problem an der Stelle ist halt, dass wir da jetzt entweder hier miteinander darüber reden, aber die Entscheidung wurde ja gerade so gesagt, ist an der Stelle bereits gefällt. Und wenn wir das jetzt hier in dieser Runde erörtern wollen,
Weiß ich nicht, oder ob man halt erstmal sozusagen von vornherein jetzt die Gespräche aufnimmt. Es ist kein Wegblocken an der Stelle, sondern es geht. Und. Darf ich euch bitten, an der Stelle die Zwischengespräche oder die Kommentare wegzulassen oder das Mikro dann entsprechend mit Wortmeldung zu benutzen. Wie gesagt, ich werde diesbezüglich auch im Anschluss an diese Sitzung direkt in den Gesprächsmodus umschalten, wenn ihr mir das zugestehen möchtet, wovon ich ausgehe. Gibt es dafür jetzt weiteren Gesprächsbedarf zu diesem Punkt? Bitte, Daniel. Wird Dietmar bei dem Termin heute Mittag mit dabei sein? Sorry, ich habe jetzt in dritter Person gefragt. Also wirst du, Dietmar, heute Mittag bei dem Termin mit dabei sein? Nein. Möchtest du bei dem Termin gerne dabei sein? Nein. Okay. Toso hat da noch eine Frage. Ja, gerade ist aufgekommen, dass am Wochenende schon darüber gesprochen worden ist. Ja, das ist schön. Das kam gerade nur so rüber, als wenn das ein allgemeingültiger Termin gewesen wäre, dass wir uns an diesem Wochenende zusammengesetzt hätten. Das wäre mir jetzt neu gewesen, Olli. Ach, haben wir gar nicht. Dankeschön. Wollte ich nur klagen. Nun gut. Punkt 2. Antrag der Fraktion der FDP. Nico, ist alles klar an der Stelle, außer es gibt da Gesprächsbedarf. Es geht wieder mal um das Bauen mit Holz zwischenzeitlich. Olli, denke ich mal, alles gut. Vorweggehen, unser eigener Antrag, Kai, Christopher, die Abstimmungsempfehlung sollte klar sein. Die Kurzstellungnahme vielleicht trotzdem noch mal mit rein, weil das PET ist ja auch für uns. Wir haben in dieses Mal keinen einzigen Antrag zur direkten Abstimmung, ganz kurz, das sind alles Block 1 oder Block 2. Viele, viele Gesetzesvorschläge der Landesregierung, die dann in einer der kommenden... Simone, bitte. Ob Block 1 oder Block 2 hat jetzt aber nicht wirklich was mit direkter Abstimmung zu tun, nur zur Klärung. Entschuldigung, es sind alles Einbringungen. Dankeschön. So, viele Einbringungen des Landes, die uns dann irgendwann mit vielen Diskussionen aus den einzelnen Ausschüssen auch wieder im Plenum beschäftigen werden. Jetzt wurde mir gerade zugeflüstert, Körperschaftssteuer ist, genau, Top 8 ist neu hinzugekommen von Seiten der Landesregierung mit allen Beteiligten an der Stelle. Ach nee, Gesetzentwurf von allen Fraktionen. Und an der Stelle fehlt uns halt noch die Aufteilung. Simone? Oh, entschuldige, Michelle. Ich habe da eine Frage. Wir hatten ja darüber in der letzten Fraktionssitzung gesprochen und es wurde ja gesagt, dass wir von dem Antrag runtergehen, beziehungsweise haben wir sogar abgestimmt. Das habe ich entsprechend im Integrationsausschuss so auch angekündigt. Gestern kam die neue TO und wir sind da immer noch drauf. Wieso ist da nichts passiert? Oder hat sich da plötzlich die Meinung in Abwesenheit der Fraktion geändert? Toso, antwortest du oder Michelle? Toso, bitte. Also, wir haben im Hauptausschuss, wo das federführend behandelt wird, ja nochmal darüber gesprochen. Ich hatte euch da auch eine entsprechende Mail zugeschickt. Wir sind da nochmal inständig gebeten worden, uns darüber in der Fraktion zu verständigen. Und ich hatte halt gesagt, dass ich das nochmal in die Fraktion trage. Das wollte Michelle heute tun. Wir sind also an diesem Diskussionspunkt jetzt gerade. Inhaltlich hat sich nichts geändert. Gleichwohl wollte ich dem Wunsch der anderen Fraktionen gerne nachkommen und das Ganze nochmal in die Fraktion tragen. Nein, ich bin da jetzt gerade nur der Transporteur. Nee, ich appelliere gar nicht. Ich trage das nur in die Fraktion, mehr nicht.
beziehungsweise eigentlich Michel, weil es sein Thema ist. Ich hatte das jetzt im Hauptausschuss vertreten, weil Michel unpässlich war. Michel, bitte. Muss so gehen. Also, wir haben ja beim letzten Mal schon drüber geredet, es hat sich an der Sachlage nichts geändert. Wir haben eine Forderung erhoben, dass, also wir glauben, dass einer der Punkte, nämlich das Abstimmen im Landtag, wenn eine Körperschaft das Recht auf den Status hat, dass das wahrscheinlich verfassungswidrig ist. Das wollten sie nicht ändern. Dann haben wir gesagt, dann soll es wenigstens so schnell wie möglich evaluiert werden. Wir haben Ende 2017 vorgeschlagen. Auch das wollten sie nicht einsehen und ändern. Und das sind die Tatsachen. Wir sind daraufhin nochmal gebeten worden, weil das ja ein möglichst geschlossenes Bild abgeben soll, was wir hier im Landtag bringen gegenüber den Religionsgemeinschaften, dass wir trotzdem unsere Fraktion fragen, ob sie auf diesem Antrag draufbleiben will. Meine Empfehlung ist ganz klar, nö. Also ein verfassungswidriges Gesetz sollten wir nicht mittragen und sollten wir vor allen Dingen auch nicht mit einbringen. Und trotzdem haben wir zugesagt, dass wir das hier in die Fraktionssitzung bringen, würden euch kurz um eure Meinung bitten. Ich bin mir relativ sicher, wie das ausgehen wird. Und dann können wir gleich sofort weitergeben, dass wir nicht auf diesem Antrag stehen, dass wir einen Neudruck der Tagesordnung brauchen und auch dieses Antrags brauchen. Denn ich persönlich bin der Meinung, man braucht sowas nicht mitzutragen. Also Geschlossenheit hin oder her, die Verfassung steht da ein bisschen höher als die Geschlossenheit dieses Gesetzentwurfs. Ich sehe dazu gerade keine weiteren Wortmeldungen. Von daher frage ich in Runde A. Michel, ja? An der Stelle, wir hatten darüber ja schon einmal abgestimmt, ist jetzt die Frage, wollen wir das Votum überhaupt ändern? Ja, okay, klar. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht das Votum ändern wollen, was wir beim letzten Mal beschlossen haben. Von daher können wir weitermachen. Dann ist die Frage zu klären, wer spricht an dem Punkt. Es sei denn, wir wollen eine Religionsgemeinschaft. Michel, ich bitte dich dann irgendwie halt die fehlenden Dinge dann da mit einzubauen. Drüber. Gut, Michel kümmert sich bereits rum. Okay, nächster Punkt. Punkt 9. Einbringung. Ach, ist schon mehr oder weniger komplett. Ich guck mal gerade, ich muss hier mal gerade ein bisschen scrollen. Ebenfalls Einbringung. Frank, bitte. Ja, auch wenn es vielleicht jetzt wieder für Irritationen sorgt. Ich hätte schon toll gefunden, wenn das als extra top vorbereitet worden wäre und nicht einfach so im Durchlauf der Tagesordnung besprochen worden wäre. Jetzt haben wir es durch. Also den Punkt zu Top 8 meine ich gerade. Ne, Körperschaftssteuer. Gut. An der Stelle, man möge mich korrigieren, ohne Debatte Einbringung, dann sind wir, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, direkt bei Donnerstag und starten da mit dem Wissenschaftsgesetz. Das ist alles geklärt. Sieht gerade jemand eine spontane Lücke oder einen Punkt mit Gesprächsbedarf, außer Punkt 6, finanzielle Hilfen für unwettergeschädigte Gemeinden, wo noch die Frage wäre, ob das Dietmar oder von der Thematik Herr Toso oder von der Thematik Herr Danebott macht. Möchtet ihr da eben klären, wer das möchte? Also ich hatte ja ins Pad reingeschrieben, dass die Sachen mir für so eine generelle Klimaschutzrede, die ich halten könnte, aber zu konkret sind. Ich glaube, das hilft an dem Punkt nicht, das zu machen. Da wird es andere günstigere Gelegenheiten geben, das generelle anzugehen. Und da das halt sehr konkrete Anträge sind, mit ziemlich konkreten Forderungen, würde ich das eher nicht machen wollen. Toso, bitte. Ich verstehe es nicht ganz, Dietmar. Wir hatten gestern noch drüber gesprochen. Deshalb,
Ja, und auch da fällt uns wieder das anfangs des Slots angesprochene Krankheitssymptom auf die Füße. Finde ich super. Dankeschön. Danke an alle Beteiligten, dass wir seit 2 Jahren keine moderierte Geschichte dazu schaffen, dieses Problem zu lösen. Kai, du hattest gerade eine Wortmeldung an der Stelle. An der Stelle frage ich ganz kurz, Dietmar, hast du jetzt sozusagen alle Bereiche, zu denen du ursprünglich reden wolltest oder wo du Rücksprache mit den anderen gehalten hattest, zurückgestellt? Es gibt keine anderen. Gut, an der Stelle ist Haushalt und oder Kommunales. Von daher möchte ich fragen, ob Toso das kann oder wir dann halt gar nicht dazu reden. Okay. Dann muss ich das mal gerade für mich hier. Ja, wenn es Druck auf den Kessel braucht, dann wird er endlich eine Lösung kommen. Joachim, das währt seit 2 Jahren. Es wäre dein Job, das zu Off spricht gerade Toso davon, dass wir bestimmte Dinge halt hier großartig, Toso. Ganz moderiert großartig. Behandeln müssen. Ich fordere das seit 2 Jahren, dass wir das grundsätzlich und klären. Du willst den Job seit 2 Jahren machen und im Augenblick, ich guck mal gerade nach, wo wir sind. Anscheinend brauchst du aber mehr Druck auf den Kessel. Möchtest du gerade? Was ist das denn für eine Nummer? Das Mikro ist an im Übrigen, Joachim. Ich gebe dir gerne das Wort an der Stelle. Was kann ich dazu, wenn sich die Fraktion vor einer Entscheidung drückt seit 2 Jahren erfolgreich? Ich kann nur anmahnen, dass diese Entscheidung gefällt werden muss und Punkt. Und das habe ich getan, und zwar mehr als regelmäßig. Ich bin euch damit auf die Nerven gegangen. Du hast diesen Prozess von Anfang an immer nur so begleitet, macht ihr mal. Du hast niemals irgendeinen Prozess von dir aus moderiert, irgendeinen Prozess an der Stelle begleitet. Dein Job wäre es gewesen, diejenigen speziell aus dem HFA versuchen einzubinden und dann Gespräche dazu zu führen. Und zwar erstmal bilateral, ganz normal auf Arbeitsebene und dann zusammen in die Fraktion zu kommen und das zu präsentieren. Und das passiert seit 2 Jahren nicht. Seit 2 Jahren haben wir vor jeder Haushaltsrede diese Situation. Und das ist nicht befriedigend, weder für die Fraktion noch für die Einzelnen. Und jetzt fällt es mir an der Stelle auf die Füße, dass ich von heute auf morgen mal eben Späße übernehmen muss, mit denen ich nicht geplant hatte. Und das halte ich nicht für sinnvoll. Vielen Dank. Dann habe ich eine Wortmeldung von Creon ganz kurz. Ja, ich nehme die beide und nehme gerne Input auf. Und dann habe ich noch den RWO Lupo an der Stelle. Wenn wir Bedarf haben, das gerade hier weiter zu diskutieren, was jetzt 2-mal angeschnitten wurde, dann schlage ich vor, dass wir das tun. Ich plädiere allerdings dafür, dass wir das in einem nicht öffentlichen Teil tun. Also wenn hier irgendwie mehrheitlich noch Bedarf ist, da jetzt irgendwie drüber zu diskutieren, dann lasst uns tatsächlich einfach dafür Zeit in einen nicht öffentlichen Teil investieren. Ich habe das Gefühl, dass das so öffentlich irgendwie nicht so gut ist. Aus meiner persönlichen Meinung heraus stimme ich dir zu. Andererseits glaube ich, dass dies auch sehr, sehr stark in den bereits beantragten und abgestimmten nicht öffentlichen Teil reinspielt an der Stelle. Und wir obendrein schon zusehen sollten, dass wir mit unserer jetzigen TO durchkommen. Von daher frage ich ganz kurz in die Runde, möchten wir dem Vorschlag von Daniel folgen und die Tagesordnung an dieser Stelle spontan ändern oder nicht? Ich frage ganz einfach nur, wollen wir das? Der möge jetzt bitte die Hand heben an der Stelle. Nachfrage, was meinst du denn jetzt sofort ändern? Oder? Das war das, was, wenn ich Daniel richtig verstanden habe. Einfach schieben in den Gleich. Und dann bitte einfach disziplinieren jetzt jeder, dass wir das. Gut, dann machen wir im Augenblick so weiter wie bisher und verschieben etwas, auch wenn Toso dies eventuell dazu veranlassen könnte, entsprechende Kommentare abzugeben, was er aber nicht tut. Moni! Ich habe eine Nachfrage.
Frage, was ist jetzt mit Punkt 6 und 7? Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Olli das übernimmt? Das oder hat gerade Olli übernommen. Dann möchte ich dafür erstmal Dankeschön sagen. Ja. So, dann kommen wir zur Fragestunde der FDP. Jetzt ist mir gerade das Pad verrutscht. Super. Mir ist gerade das Pad versprungen. Kann mir gerade jemand die Zahlennummer sagen? 424. Dankeschön. Unser Bereich der digitalen Agenda, da stehen Joachim und Daniel Schwert zur Auswahl, weil es handelt sich an der Stelle auch um einen Block 2. Gibt es dazu Gesprächsbedarf an der Stelle? Okay, wunderbar. Archivgesetz ist geklärt, kommt ja noch der Änderungsantrag von uns, läuft. 11, Finanzierung der Frauenhäuser, Birgit oder Grumpy, wie wollen wir es machen? Ja, also große Teile waren halt von dir, deswegen wäre das für mich auch kein Problem. Für mich kommt jetzt noch ein bisschen blöd dazu, dass ich halt die letzte Nacht total Fieber hatte und noch nicht so genau weiß, wie sich das so weiterentwickelt und ein bisschen Angst habe, dass es noch schlechter wird. Insofern bin ich gerade unschlüssig. Aber wir haben halt schon viel vorbereitet und wir können da nochmal nachher drüber sprechen oder so. Denke ich mir auch. Also wir sollten zusehen übrigens, dass wir bis 17 Uhr diese Informationen, wer wann wo spricht, spätestens fixiert haben. Ich übernehme das. Ich habe mich da jetzt gerade schon eingetragen. Das ist gar kein Thema. Spreche das mit Matthias gleich durch und dann schicken wir dir alles. Olli. Es tut mir leid, dass ich das an der Stelle frage, aber gibt es von, ich weiß von Joachim und dir glaube ich auch, Marc, ihr habt auch eine Einladung. Gibt es schon jemand von uns, der draußen redet? Ist das schon ein Haken hinter? An der Stelle, das klären wir dann parallel. Also das kriegen wir schon passend hin. Weil es ist ja... Gebt ihr mir als Düsseldorfer Abgeordneter, der eingeladen wurde, eine kurze Info? Ich rede nur auch während der Zeit, für mich wäre es blöd. Das kriegen wir schon unter einen Hut. Weil die Einladung kam, glaube ich, aus Düsseldorf an der Stelle. Ich habe sie nämlich auch erhalten. So. Wir haben als Aktuelle Stunde am Freitag ja die Scharia-Geschichte, genau. Also Nazis, die in Wuppertal als Stadtschutz durch die Stadt wandern, ist da mal hinten übergefallen. Haben wir da was zu? Machen wir da was? Gehen wir da mit in die Bütt? Michelle? Ich glaube, wir sollten da mit in die Bütt gehen und vor allen Dingen den anderen sagen, dass sie auf die, dass sie über das Stückchen springen. Aber sei es drum. Ich finde es ganz schwierig, das nur als Religionsthema zu behandeln. Wenn ich mir in Dortmund die Nazis angucke, die da ihren, wie hießen die, Stadtschutz, die Dortmunder SS, sehr gut. Ja, wenn ich mir das angucke, dann ist das die im Grunde genommen eine kopierte Aktion, die genauso provozieren soll. Über dieses Stückchen sind sie jetzt gesprungen. Ich habe mir alle Anträge angeguckt, ganz besonders aufgestoßen ist mir, ich habe ja auch schon darauf geantwortet, der von Rot-Grün, der also nur repressiv ist und wo nur steht, wir müssen alles verbieten und wegmachen und dann wird das alles besser. Mir fehlt da so ein bisschen, und dann, das ist dann doch religionsbezogen, mir fehlt da so ein bisschen die Unterstützung der säkulären Muslime und mir fehlt so ein bisschen die Unterstützung auch der muslimischen Verbände, die sich ganz klar ausgesprochen haben gegen diese Aktion da in Wuppertal und immer nur verbieten und wegmachen und aus dem Auge, aus dem Sinn ist meiner Meinung nach nicht die Lösung, sondern man müsste eher tatsächlich auf Prävention und Ähnliches setzen. Da gibt es Programme, aber die kommen in dem Antrag irgendwie überhaupt nicht vor und sogar der Innenminister hat ein Programm und das kommt in dem Antrag nicht vor.
In keinem der Anträge. Doch, in dem einen wird es negativ beschrieben. Aber egal. Also wie gesagt, was fehlt, ist Prävention. Also wenn ich da eine Rede halten soll, würde ich was Religionspolitisches draus machen. Mit einem kleinen Hinweis auf die Geschichte in Dortmund und vielleicht auch mit einem Seitenhieb auf diese Parteiwächter oder wie sie da heißen, die ich auch ganz witzig finde. Okay, an der Stelle gebe ich mal kurz an Dirk, weil der kann ja mit Sicherheit einiges zu sagen. Ja, unbedingt einiges nicht. Also ich wäre jetzt erstmal in die gleiche Richtung gegangen wie Michelle. Ich bin davon ausgegangen, als der Punkt kam, dass der kommen wird, war eigentlich klar, dass ich da reden sollte, Frank und ich. Wenn Michelle das machen möchte, können wir uns da gerne mal untereinander einigen. Das können wir ja noch festlegen, wie wir das machen. Das ist ja völlig egal. Aber ich würde halt auch in die Richtung gehen, halt das mit dem Stöckchen, das habe ich auch zu Frank gesagt. Das war auch der Grund, wir hatten ja telefoniert am Sonntag, ob wir da nicht auch einen Antrag zu machen, weil es auch aufgrund der Pressemitteilung der FDP zu erwarten war, dass dieser Punkt kommt. Und da haben wir uns dagegen entschieden, nämlich genau aus diesem Grunde. Wir müssen nicht über dieses Stöckchen springen. Das ist es nicht wert, auf diese parlamentarische Ebene gehoben zu werden und entsprechend noch mehr Werbung zu machen für diese Leute. Und dementsprechend wird auch dann die Rede in die Richtung gehen. Gut, von daher, Entschuldigung, wer von euch beiden war zuerst? Okay, also Frank. Ja, was Dirk sagt und auch Michelle, außerdem ist das hier ein Zeichen, was passiert, wenn Leute aus der YouTube-Generation halt damit richtig umgehen können und die alte Klasse der Politik nicht damit umgehen kann, dann nimmt sie halt solche Bälle, also solche Dinge völlig falsch wahr und bauscht sie selber noch auf. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der da nochmal mit ein paar knackigen Sätzen beleuchtet werden muss bei der Debatte. RWO Lupo. Ja, ich bin mir unsicher, ob wir, ich teile durchaus die Auffassung von wegen PR und hast du nicht gesehen und dass das irgendwie auch ein bisschen blöd ist, diese Aktuelle Stunde. Ich weiß nur nicht, ob wir da so ganz laut mit sein können, denn ich glaube, eine Alternative haben wir nicht geliefert zu einer Aktuellen Stunde. Ja, ich fände das, nicht zu dem Thema. Ich meine generell, also ich glaube, von uns gab es zu dieser Plenarsession keine Anträge zu Aktuellen Stunden oder Eilanträgen. Ich finde das dann von der Argumentation her zumindest sagen wir mal vorsichtig angreifbar. Natürlich müssen wir das nicht. Ne? Wir müssen keine Aktuelle Stunde liefern. Nee, es geht aber ja ich würde es dann wirklich schlüssiger finden, wenn wir da halt, wie gesagt, tatsächlich irgendwie noch ein alternatives Thema oder sowas eingebracht hätten oder sowas für den, oder worüber, womit sich der Landtag dann tatsächlich beschäftigen sollte. Also ich weiß nicht, ob wir uns da wirklich so weit aus dem Fenster lehnen sollten. Da ploppen direkt die Hände hoch. Dirk, Frank, Michelle. Also zunächst mal, wie gesagt, wir müssen ja nicht unbedingt eine Aktuelle Stunde einreichen und die Kritik geht ja nicht gegen die Aktuelle Stunde als solche, sondern gegen dieses Thema in der Aktuellen Stunde. Und da ist es ja völlig egal, ob wir eins einreichen oder nicht. Also das Thema ist trotzdem blöd. Ob wir jetzt eine eingereicht haben oder nicht, ist völlig egal. Ja, ich denke auch, es geht ja nicht um das System Aktuelle Stunde, sondern es geht darum, hier inhaltlich Stellung zu beziehen. Und das müssen wir durch die Anträge machen. Wir müssen zu der beanspruchten Aktualität Stellung beziehen, wobei das ist es ja, ich weiß zwar nicht, ob es genau bis Freitag noch reicht, weil jetzt gerade nimmt das schon ein bisschen ab in den Zeitungen, es passiert ja auch nichts mehr. Egal, wir werden es am Freitag halt nochmal hochziehen, werden sicherlich thematisch auch auf die Religionsverbände eingehen, auch die muslimischen, wo ich bisher keinen kenne, der das unterstützt hat. Und werden unsere Position dazu rüberbringen. Zu ganz anderen Themen haben wir uns auch Aktuelle Stunden überlegt, aber das ist jetzt, glaube ich, hier, dass wir die dann nicht eingereicht haben. Andere Themen, das spielt, glaube ich, an der Stelle jetzt keine Rolle. Wenn es nichts Aktuelles gibt, dann brauchen wir noch keine Aktuelle Stunde machen. Von daher finde ich das Argument, wir müssen eine machen, ein bisschen schwierig. Frank hat gerade gesagt, es geht nicht ums System. Ich sehe da schon wieder das System um die Ecke gucken, nämlich das System Landtag. Wenn die Argumentation ist, wir dürfen den anderen nicht sagen, dass ihr Antrag blöd ist, weil wir selber keinen gestellt haben. Ich muss hier keinen Antrag stellen. Deren Antrag ist blöd, Punkt. Gut.
Gut, an der Stelle sind wir uns einig, Dirk und oder Frank und oder Michelle, ihr klärt das untereinander, zieht euch entsprechend Referentinnen, Referenten vielleicht hinzu, vielleicht auch nicht. Aber ich denke mal, dass wir da ganz gut klarkommen könnten. Kurze Anmerkung, Antrag digitales Lernen, haben wir das Verfahren umgekehrt beantragt, damit wir das dann in der Haushaltsdebatte an der Stelle führen können, weil es ein Bestandteil auch des Bereiches der digitalen Agenda ist. Da hat Moni ganz kurz Gesprächsbedarf. Ja, noch dazu in Absprache mit Johannes und Matthias Bock. Wir möchten dann darüber sprechen. Wir haben Ende September eine große Anhörung dazu und möchten halt die ganzen Sachen aus der Anhörung dann mit da reinbringen. Das waren so die Überlegungen. Dann haben wir, lustig, L als Rednerin, kann ich mir gut vorstellen an der Stelle, Punkt 5, Gesetz zur Förderung und Entwicklung der Kultur. Jetzt ist es so, dass Lukas ja heute gerade auf Ausschussreise ist. Ich habe jetzt an der Stelle kein Statement von ihm bisher vorliegen. Ich werde ihn gleich mal direkt kurz kontaktieren an der Stelle. Dann haben wir noch Zeltstädte und die Denkverbote bei der Europäischen Arbeitslosenversicherung. Da ist alles geklärt. Von daher sind wir mit den Plenaranträgen durch. Und jetzt kommt noch, Michelle. Ja, ich muss noch eine kurze Info bringen. Also wir sind wahrscheinlich ein bisschen systemgefickt. Wir können von dem Gesetzentwurf nicht mehr runter, weil der ist nun mal so eingebracht worden. Und wir werden das jetzt so machen, gerade das ganz kurz mit Tose besprochen, wobei wir das eh schon sozusagen in der Pipeline hatten. Wir stellen einen Änderungsantrag zu diesem Gesetzentwurf, den werden die anderen ablehnen und dann lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Auch wenn wir draufstehen, das müssen wir jetzt halt fressen. Uns wurde immer gesagt, das wäre noch möglich. Wir sollten dann in der Fraktionssitzung nochmal drüber reden, aber am Ende, jetzt ist das Ding eingebracht, geht nicht mehr. Fertig. Gut, das ist GOFU. Da können wir ja dann nachher auch nochmal nachgucken. So aus dem Lameng kann ich das jetzt auch nicht sagen. Wir werden da gleich noch mal kurz, denke ich mal, in eine separate Runde gehen können. Genau. Einmal schnell gucken. Umlaufbeschlüsse Top 6 gab es nichts, außer ich hätte was übersehen. Dann haben wir einen schon zweimal geschobenen Antrag von Dirk. Satzungsänderungsanträge brauchen eine Zweidrittelmehrheit zur Erinnerung. Und Dirk, möchtest du ihn vorstellen? Wir können ihn jetzt vorstellen, also kann ich gerne machen. Ich wäre aber auch nur bereit, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben für die anderen Punkte, weil jetzt wohl auch noch ein anderer größerer Punkt kommt. Wenn Bedarf ist, können wir es gerne verschieben, ansonsten können wir es auch gerne schnell machen. Das überlasse ich euch. Wird nicht schnell, meinst du nicht? Also mir ist es egal. Also ich lasse ihn auf jeden Fall drauf, aber der ist mir jetzt nicht so eilig, dass ich jetzt unbedingt diese Woche haben muss, wenn wir noch wichtigere Themen haben. Ich denke, da gibt es Wichtigeres, als jetzt diesen Punkt zu besprechen, meiner Meinung nach. Also, wie ist eure Meinung? Wollt ihr lieber nochmal schieben, aufgrund der Zeit, die wir halt jetzt eigentlich nicht haben? Oder sollen wir das jetzt kurz besprechen? Anführungsstrichen, kurz. Ja, wenn das so einfach wäre, dann wäre super. Dann können wir das gerne tun. Ich sehe an der Stelle, es gibt zum einen Gesprächsbedarf, glaube ich, für diesen Satzungsänderungsantrag, zum anderen eventuell den Wunsch auf Schieben. Von daher frage ich, schieben wir diesen Antrag? Zumal momentan auch nur 13 Leute da sind, es müsste also einstimmig sein, um den überhaupt annehmen zu können. Von daher wäre es mir auch lieb. Heute erstmal ans Ende schieben. Oder ans Ende schieben, können wir auch machen. Wir schieben den jetzt erstmal heute ans Ende. Das heißt, obwohl geht ja vor den nicht öffentlichen Teil. Ganz kurz, den vor den nicht öffentlichen Teil zu schieben, ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll, weil das ist ja der Teil, der sehr viel Zeit, also, oder halt auf nach die Plenarwoche. Du nickst? Ich werde das als Zustimmung, also wir werden auch. Okay, das heißt, wir schieben Top 7 nochmal um eine Woche und dann setze ich ihn sofort direkt mit auf
ganz weit vorne, weil wir zu dem Zeitpunkt das dann machen können. Top 8 Wahlordnungsanträge, 2 Stück. Michel. Ja, ich kann es kurz machen, wenn die durchgelesen wurden. Das war was wir besprochen hatten in der Klausurtagung. Wenn es da Redebedarf zu gibt, würde ich die auch schieben. Ansonsten können wir die jetzt auch abstimmen. Also es geht beim ersten darum, dass wir gesagt haben, dass alle Anwesenden automatisch auf der Liste stehen, finden wir doof, wir sollten das wieder zurückändern. Das ist der erste Antrag. Und der zweite Antrag ist, dass wir gesagt haben, es könnte sein, dass bei einer Wahl mehr Leute gewählt werden, als es eigentlich Ämter gibt und deswegen da so ein Halbsatz bei, dass bis zu der Anzahl der zu besetzenden Ämter nur gewählt wird. So ein Bugfix halt, ja, wie gesagt. Wenn es Redebedarf gibt, schieben, ansonsten abstimmen. An der Stelle frage ich ganz kurz, gibt es Redebedarf? Ich sehe eine halb gezückte Hand. 1, 2, 3. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir den Punkt schieben. Dann frage ich bei der Gelegenheit, Michel, auf nächste Woche. Auf nächste Woche. Ich danke euch an der Stelle. Und damit sind wir um 10.58 Uhr. Ah, es gibt noch eine Wortmeldung von RWO Lupo. Ja, es tut mir leid, ich hatte vorher keine Mail geschickt. Wenn ihr mir noch 2 Minuten gebt, würde ich ganz kurz was über den Jugendlandtag sagen. Das könnte unter Umständen wichtig sein, weil ihr vielleicht damit in irgendeiner Form auch während der Plenartage konfrontiert werdet. Und ich glaube, dann wäre es ganz gut. Und ich spare mir gleich eine lange Mail, die ich dann noch verfassen müsste. Ja, sonst also wenn jemand was dagegen hat, würde ich ihm die 2 Minuten gönnen, denn der Jugendlandtag ist ja auch ein nicht ganz unwichtiges Ereignis hier in diesem Haus. Go! Okay, ja, dann ganz herzlichen Dank. Ich versuche mich nichtsdestotrotz tatsächlich relativ kurz zu fassen. Also für euch zur Info, ich war nahezu die gesamte Zeit seit Donnerstag mit unserer Jugendlandtagsfraktion hier vor Ort. Es gab am Freitag ein bisschen, Missverständnisse, wie auch immer. Die Jugendlichen hatten Freitagmorgen und am Donnerstagabend einen kurzen oder jeweils kurzen nicht öffentlichen Fraktionssitzungsteil beantragt. Der ist dann auch nach etwas Diskussion durchgeführt worden. Hatte zur Folge, dass die Helfer raus mussten, also die Orga-Leute sozusagen raus mussten. Ich durfte da bleiben, das wurde separat von der Fraktion nochmal abgestimmt. Da wurden verschiedene Dinge besprochen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Unter anderem ist dort auch besprochen worden, gegebenenfalls irgendwelche Aktionen durchzuführen, wie zum Beispiel T-Shirts oder was weiß ich nicht, irgendwie tragen, tun, machen, wie auch immer. Jeder, der Samstag irgendwie verfolgt hat, hat gesehen, dass am Ende keine Aktion irgendwie stattgefunden hat, was ich persönlich auch sehr gut finde und das entsprechend auch, befürwortet hatte in den jeweiligen Fraktionssitzungen, weil ich tatsächlich glaube, dass die Jugendlandtagsfraktion das nicht nötig hat, irgendwie eine stumpfe Aktion zu machen, sondern wenn, dann irgendwie kreativ dabei hervorzugehen, beziehungsweise einfach durch vernünftige Reden zu überzeugen. Ein zweiter Punkt, der so ein bisschen vorgeworfen wurde, ist, dass es möglicherweise da eine Einflussnahme von mir oder auch seitens der Referenten oder einiger Referenten aus der Fraktion gegeben habe. Für euch zur Info, das ist nicht der Fall. Obwohl hier 2 Themen beraten wurden, wurden mit Kennzeichnungspflicht für Polizisten als auch Kita-Pflicht, zu denen ich, glaube ich, beiden durchaus eine Menge zu sagen kann, wo auch zum Beispiel bei der Kennzeichnungspflicht Frank mit bei der Anhörung dabei war, bei der Kita-Pflicht Andrea mit bei der Anhörung dabei war, um das letzten Endes auch zu verfolgen, fachlich zu verfolgen für uns, denn da saßen reale Sachverständige. Beim Frank zum Beispiel, ich saß neben ihm bei der Anhörung zur Kennzeichnungspflicht, da weiß ich, dass er auch eine ganze Menge notiert hat, das sicherlich in der realen Politik halt eben soweit anwenden wird. Was aber nicht passiert ist, ist, dass wir zum Beispiel die Fraktion dann in irgendeiner Form beeinflusst hätten mit diesen Informationen, die wir da irgendwie aus der Anhörung wahrgenommen haben. Meine Rolle während dieser 3 Tage war die, dass ich versucht habe, das organisatorisch zu begleiten. Gerade auch dann, wenn zum Beispiel mit den Helfern halt eben irgendwie Unstimmigkeiten aufgetreten sind. Das habe ich getan. Fachlich habe ich mich tatsächlich rausgehalten.
ich sag mal, der Beweis dazu ist, dass wir in der Jugendlandtagsfraktion so fast die Kita-Pflicht angenommen haben. Also wo sich unsere Jugendlandtagsfraktion ganz knapp fast für die Kita-Pflicht entschieden hat. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so recht Piratenparteiprogramm. Auch zum Beispiel bei der Kennzeichnungspflicht gibt es den Punkt Verbot von Pfefferspray und Schlagstockeinsatz. Wenn es dann nach mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, machen wir, also nehmen wir raus. Ne? Zumindest so bei Großeinsätzen zum Beispiel, Pfefferspray und Schlagstöcke. Also diese ganzen Dinge sind tatsächlich überhaupt gar nicht irgendwie in Anträge gemündet oder ins Abstimmungsverhalten. Da habe ich mich tatsächlich zurückgehalten. Es gab einmal eine Wortmeldung von Andrea, die eine Info geben wollte, dass ein Punkt, über den gerade diskutiert wurde in dieser Runde, dass der schon längst obsolet ist, weil da die Landesregierung eine gesetzliche Regelung getroffen hat. Also die wollte Zeit einsparen. Da gab es halt tatsächlich ein bisschen Unmut. Ich habe mit der Organisatorin des Jugendlandtags abends noch ein längeres Gespräch gehabt, hier unten auf der Terrasse beim parlamentarischen Abend. Das war auch alles soweit okay. Ich weiß halt nur nicht, ob da jetzt nochmal irgendwie irgendwas aufkommt, so auch während der Plenartage, ob da nochmal irgendwas gesagt wird. Also von unserer Seite aus gab es da keine Einflussnahme. Ich werde es immer wieder so tun, dass ich als jugendpolitischer Sprecher bei einer jugendpolitischen Veranstaltung dabei bin. Ich halte das für selbstverständlich. Ebenso wie zum Beispiel Dagmar Hanses das für selbstverständlich hält, die von den Grünen. Die war halt auch nahezu die ganze Zeit bei ihrer Fraktion halt eben mit dabei. Was das Thema Einflussnahme angeht, da mag sich dann jeder selber ein Bild machen. Wenn eine Aktuelle Stunde zur Finanzlage des Landes Nordrhein-Westfalen im Jugendlandtag beraten wird, wenn die Scharia-Polizei beraten wird, die zufällig dann auch eine Woche später im echten Landtag Thema sein wird, das mag jeder für sich irgendwie selber bewerten. Wer sich von jugendlichen Teilnehmern anderer Fraktionen zum Beispiel Facebook-Posts anschaut, das habe ich gerade noch vor 3 Minuten getan, da hat sich während der Fraktionssitzung, Ingo, ja, da hat sich ein Abgeordneter, ein Jugendlandtagsabgeordneter aus der SPD ganz herzlich nochmal bei seinem SPD-Abgeordneten bedankt und bei den fachlichen Referenten für die tolle Begleitung und den fachlichen Input. Ich lasse das einfach mal so stehen. Also in dem Glashaus sollte hier von den anderen Fraktionen wahrlich niemand anfangen, mit Steinen zu werfen. Ich glaube, das geht irgendwie dann tatsächlich doof aus. Ansonsten, ich finde, unsere Fraktion hat eine ganz gute Performance hingelegt. Die hätten vielleicht ein bisschen hier und dann noch aktiver am Samstag und lauter am Samstag sein können. Gefühlt oder deren Wahrnehmung war auf jeden Fall, ich sage es einfach mal so, wie die es wahrgenommen und gesagt haben, war es so, dass sie Freitag etwas ungerecht behandelt wurden. Sie saßen zum Beispiel mit einem Vertreter weniger im Ältestenrat. Also alle 4 Fraktionen oder die 4 anderen Fraktionen saßen zu dritt da, wir nur zu zweit, weil wir eine falsche Information bekommen haben. Das fanden die alle nicht so toll. Und die Stimmung war tatsächlich Freitagnachmittag, Freitagabend ziemlich down. Ich glaube aber, dass wir ein paar ganz gute Reden am Samstag gehört haben. Also Simone, Moni, Michelle, ihr habt es ja auch mitgekriegt. Ich glaube, die Performance war soweit da dann wieder ganz, ganz gut, ganz in Ordnung. Ja, die konnten halt einfach mal sehen, wie es ist, als Pirat, als Abgeordneter hier irgendwie im Landtag zu sein, dass es halt manchmal nicht ganz leicht ist und man manchmal den einen oder anderen Stein dann irgendwie im Weg hat. Ich habe mich sehr gefreut über diejenigen von euch, die da waren. Ich hätte mir gewünscht, dass tatsächlich alle irgendwie es eingerichtet hätten, zumindest innerhalb der 3 Tage mal einmal ihrem Abgeordneten oder ihrer Abgeordneten Hallo zu sagen. Vielleicht fürs nächste Mal, also ich will da gar nicht jetzt im Einzelnen drauf eingehen, vielleicht fürs nächste Mal, lass uns das bitte so mitnehmen, denen ist das selber einfach auch wichtig. Da waren viele Leute dabei, die überhaupt gar keine Piraten sind, die wissen halt eben gar nicht, wer ist jetzt Daniel Düngel oder sonst was. Und die finden es toll, wenn derjenige einfach mal kurz in die Fraktion reinkommt, mal Hallo sagt, meinetwegen auch ein Foto macht, was sie nachher bei Facebook veröffentlichen können. Die sind stolz darauf, hier zu sein. Und ich glaube, denen sollten wir da auch so ein Stück Wertschätzung einfach zurückgeben. Das heißt nicht, dass wir die ganze Plenarsitzung uns angucken müssen, wobei Monis, ich nehme mal Monis O-Ton, vielleicht sagst du es gleich noch selber,
die irgendwann nach anderthalb Stunden auf die Uhr geguckt hat und irgendwie gesagt hat, ist, glaube ich, das bedeutet schon einiges, wenn ich in der Zeit noch nicht rauchen war, also innerhalb der anderthalb Stunden, weil es einfach spannend und interessant war, dem Laden da irgendwie zuzugucken. Also mein Plädoyer beim nächsten Mal, guckt bitte alle auf jeden Fall irgendwie innerhalb der drei Tage rein. Und wichtig, wenn halt innerhalb der nächsten Tage, Plenartage, irgendwas auf euch zukommt, Einflussnahme von uns ganz sicher nicht. Dankeschön. An der Stelle habe ich gesehen, Moni Frank. Ganz kurz, genau was Daniel sagt, ich glaube auch unabhängig davon, ob die Jugendlichen mit uns sprechen sollen. Ich glaube, jeder sollte tatsächlich sich mal so eine Stunde von dieser Plenarsitzung anschauen. Ich glaube, das ist interessant und lehrreich einfach für uns. Und ich fände es auch toll, wenn wir nächstes Jahr das wieder ein bisschen zu unserer Veranstaltung machen würden. Ne? Also letztes Jahr waren wir mehr, ne? Zumindest donnerstags. Und das haben die anderen aber dieses Jahr durchaus begriffen. Da waren ja mehr als letztes Jahr von den anderen Fraktionen. Ne? Wobei wir am Samstag wieder die absolute Mehrheit hatten. Also mit 5 Piratenabgeordneten haben wir die absolute Mehrheit an echten Abgeordneten gestellt. Frank, noch ganz kurz. Ja, auch ganz kurz natürlich. Ich wollte das im Großen und Ganzen unterstreichen, was Daniel gesagt hat, wollte mich aber outen. Ich habe am Freitagabend war es tatsächlich eine fachliche Frage beantwortet, einem Mitglied der Jugendlandtagsfraktion. Er hat es aber, glaube ich, nicht verwendet in der Rede. Die Anhörung war tatsächlich die war tatsächlich sehr spannend. Das konnte ich mir natürlich auch nicht nehmen lassen. Thema wusste ich gar nicht so vorher. Und als Herr Blickert da war, das war schon gut und vor allen Dingen bemerkenswert, dass die meisten, also die lehnen ja Gewerkschaft der Polizei, lehnt ja die Kennzeichnungspflicht ab. Die meisten kritischen Fragen dazu kamen ausgerechnet aus der SPD-Jugendfraktion. Das fand ich also gut. Da hätten unsere eigentlich ein bisschen mehr noch geben können, aber sagt die SPD hat gut und kritisch in dem Punkt nachgefragt. Sehr spannende Veranstaltung, kann ich also wirklich nur empfehlen. Ein paar sehr nette Impulse kann man da immer mitnehmen. Coole Jungs sind das und Mädels auch. Ja. Okay, zu diesem nachträglich schnell eingeschobenen Punkt, Jugendlandtag, sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. An dieser Stelle möchte ich alle auf die drei anstehenden Plenartage im Stream halt auch hinweisen. Guckt da rein, schaut es euch an und ansonsten haben wir am Sonntag die Wahl in Thüringen. Auch das sollten alle möglichst noch mit bewerben, mit unterstützen. Wer damit helfen will, sei hiermit bitte aufgerufen, dies zu tun. Soweit von unserer Seite aus. Wir würden damit den öffentlichen Teil jetzt beenden. Wir haben 11.10 Uhr. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche zur Fraktionssitzung. Und damit gehen wir jetzt in den geschlossenen Teil. Und dazwischen würde ich vielleicht eine 10-minütige Pause ansetzen. Ja, machen wir das. Okay, vielen Dank. Tschüss, Stream. Danke.